begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Sendung von Trialog TV, dem Unternehmermagazin Ihres steuerlichen Beraters und der DATEV. Hier die Themen dieser Ausgabe im Überblick. Betriebskindergarten. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, bieten immer mehr kleine und mittlere Firmen eine betriebliche Kinderbetreuung an. Wir haben einen dieser fortschrittlichen Betriebe besucht und nachgefragt. Lohnabrechnung. Eine korrekte Gehaltsabrechnung ist für jeden Mitarbeiter am Monatsende selbstverständlich. Ob die Lohnabrechnung in der betriebsinternen Personalverwaltung oder beim Steuerberater durchgeführt wird, ist für den Mitarbeiter unwesentlich, für den Unternehmer jedoch entscheidend. Wir stellen Ihnen das Modell der externen Lohnabrechnung am Beispiel einer Bäckerei vor. Außerdem, was Sie bei der Erstellung Ihrer Homepage alles beachten sollten und wie Sie mit DATEV-Produkten Ihre vertraulichen Dokumente und E-Mails vor Datendieben schützen können. Jeder dritte der 25- bis 39-jährigen Berufstätigen würde den Job wechseln, um Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen. Das hat eine Studie des Bundesfamilienministeriums ergeben. Das spüren auch die Unternehmen und investieren immer häufiger in einen Betriebskindergarten. So zum Beispiel die Firma Wheels Logistics in Münster. Wir waren vor Ort. Finn, Ida, Mats und Nesthäkchen Chiara. Das sind einige der Kids vom Kinderladen, dem Betriebskindergarten der Firma Wheels Logistics in Münster. Ist der Nachwuchs glücklich, können die Eltern entspannt und guten Gewissens ihrer Arbeit nachgehen. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für eine betriebliche Kinderbetreuung, um für ihre Angestellten ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wheels Logistics hat sich sehr stark interessiert für eine Kinderbetreuung, weil wir ein sehr junges Unternehmen sind und sehr viele Mitarbeiter vor dem Problem standen, ihre Kinder in eine Betreuung zu geben und um schnell auch wieder einsteigen zu können in den Beruf. Wir haben uns für die betriebliche Großtagespflege entschieden, weil das von der Umsetzung her relativ einfach gewesen ist. Wir wurden sehr gut unterstützt vom Jugendamt und die Größe in dem Modell ist für uns eben auch sehr passend gewesen. Wir bieten für 9 Kinder einen Betreuungsplatz an von 7:30 morgens bis 17 Uhr. Zwei selbstständige Tagesmütter haben die Räume bei Wheels Logistics gemietet und übernehmen die Betreuung der Kinder. Ihr Gehalt bekommen die beiden Tagesmütter vom Jugendamt. Die Kosten für die Eltern errechnen sich aus ihrem Bruttolohn und der Anzahl der Betreuungsstunden. Möchte ein Unternehmen einen Betriebskindergarten eröffnen, jedoch die Organisation drumherum nicht selber in die Hand nehmen, kann es sich Unterstützung von Experten holen. Alfons Scheitz von der Firma Impuls Soziales Management ist einer dieser Profis. Kleine und mittlere Unternehmen bieten zunehmend mehr auch ihren Mitarbeitern die betriebliche Kinderbetreuung an. Das hat etwas damit zu tun, dass sie als Arbeitgeber attraktiv sein wollen und die Attraktivität erhöht sich tatsächlich für auch gerade junge Mitarbeiter, wenn sie Familie und Beruf miteinander verbinden können und das Unternehmen dabei unterstützend wirkt. Wir sind spezialisiert auf alle Fragen, die mit der betrieblichen Kinderbetreuung zu tun haben oder zu tun haben könnten. Ein Unternehmen könnte uns beauftragen, zum Beispiel im Vorfeld die Planung einer betrieblichen Kinderbetreuung zu organisieren, kann uns aber auch beauftragen mit dem Kita-Management, das dann danach notwendig ist, wenn sich das Unternehmen für eine betriebliche Kinderbetreuung entschieden haben sollte. Neben der aufwendigen Organisationsarbeit, in der auch das Jugendamt eine relevante Rolle spielt, ist das Einbeziehen von Anwalt und Steuerberater sehr wichtig. Es empfiehlt sich, bevor man so ein großes Projekt angeht, einmal sich abzusichern, einmal aus steuerlicher Hinsicht, ob es Nachteile für Mitarbeiter gibt oder auch für einen selbst als Unternehmen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, ein bisschen Verträge abzuschließen mit den Erzieherinnen, gegebenenfalls auch mit Mitarbeitern. Und dafür muss natürlich auch der Rechtsbeistand konsultiert werden. Die Firma Wheels Logistics hat das perfekte Modell zur betrieblichen Kinderbetreuung für sich gefunden. Das schätzen auch die Mitarbeiter sehr. Die Großtagesbetreuung kommt super bei unseren Mitarbeitern an. Man sieht das ja auch an den Kindern, die wir seit jetzt ein paar Jahren betreuen. Wir haben jedes Jahr 4 bis 5 Kinder von den eigenen Mitarbeitern in der Betreuung, eben auch wirklich über einen langen Zeitraum. Und die Mütter und Väter sind ganz glücklich, auch wieder arbeiten zu können und die Kinder auch so nah bei sich zu haben. Und wir würden das auch jederzeit wieder tun. Ist der Nachwuchs gut betreut, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener bei der Arbeit. Es lohnt sich daher, für jedes Unternehmen in die Kinderbetreuung zu investieren. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken. Und natürlich auch der Nachwuchs.
Oft ist der Klick auf die Homepage der erste Berührungspunkt mit einem Unternehmen. Der Webauftritt ist damit das digitale Aushängeschild der Firma. Daher sollte die Gestaltung gut durchdacht sein. Was genau Sie beachten sollten, zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Business Spots. Der Webauftritt ist die digitale Visitenkarte eines Unternehmens. Daher ist es wichtig, neben Gestaltung und Aufbau der Internetpräsenz auch die juristischen Aspekte gut zu durchdenken. Übersichtlichkeit und sinnvolle Kategorien vereinfachen den Überblick für den Besucher der Seite. Da Inhalte immer öfter auch mobil aufgerufen werden, ist eine entsprechende Optimierung der Webpräsenz für Smartphones und Tablets sinnvoll. Das gestaltet die Seite attraktiv und vermeidet zusammen mit einem leistungsfähigen Provider lange Wartezeiten für den Nutzer. Gute Webseitenprogrammierung, treffende Überschriften und vor allem gute und relevante Inhalte sorgen dafür, dass man die Seite schnell über Suchmaschinen finden kann. Und auch in rechtlicher Hinsicht muss man vieles beachten. Jede Website braucht ein gut sichtbares Impressum. Dieses zeigt unter anderem den Namen, Telefonnummer, Mail- und Postadresse des Anbieters und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Urheberrechtlich ist es wichtig, dass Texte, Bilder und Videos nur gemäß ihren jeweiligen Lizenzbestimmungen verwendet werden dürfen. Daher empfehlen wir, beraten Sie sich mit Ihrem Anwalt zu allen rechtlichen Aspekten Ihres Webauftritts. Optimale Unterstützung, kostenlos und tagesaktuell. Das bietet die Infodatenbank der DATEV. Hier finden Anwender sämtliche Support-Informationen, Lösungen zu Fehlern, Service-Videos und Tipps zu DATEV-Programmen. Mit den neuen Filteroptionen in der Suchfunktion ist die Trefferliste noch individueller und zielorientierter auf den User zugeschnitten. Zum Ausdrucken muss einfach auf das Druckersymbol in der rechten Spalte geklickt werden. Ohne Anmeldung kann in den kostenlosen Support-Infos der Datenbank recherchiert werden. Mit Anmeldung stehen auch alle freigeschalteten Lex-Inform-Dokumente zur Verfügung. Mehr Infos gibt es im Dokument 1070488 in der Infodatenbank. Vertrauliche Dokumente von Unternehmen werden zunehmend elektronisch ausgetauscht. Damit diese nicht in die Hände von Datendieben gelangen, sollten auch mittelständische Unternehmen in Verschlüsselungssysteme investieren. Die DATEV hat dazu einige Lösungen parat. Die Security-Dienstleistung DATEVNET ist eine Art Bodyguard für Ihr Firmennetz. Ein DATEV-Router wird ins Netz integriert und mit dem Breitbandzugang verbunden. Über diesen läuft die sichere Kommunikation mit der sogenannten Internet Service Area im DATEV-Rechenzentrum. In der Sicherheitszone von DATEVNET werden eingehende E-Mails und aufgerufene Internetseiten auf mögliche Schadcodes überprüft. Mit DATEV-E-Mail-Verschlüsselung können Sie sicherstellen, dass der vertrauliche Mailverkehr mit Kunden, Steuerberater und Lieferanten sicher vor Hackern ist. Und das unabhängig davon, ob der Empfänger selbst eine Verschlüsselungssoftware nutzt oder nicht. Mit den Sicherheits- und Verschlüsselungssystemen der DATEV sind Sie vor Cyberangriffen bestens gewappnet. Weitere Infos zu DATEV-Produkten mit intelligenter IT-Security finden Sie auf www.datev.de/IT-Sicherheit. Egal welcher Branche ein Unternehmen angehört oder wie groß es ist, am Ende des Monats haben die meisten Firmen einen gemeinsamen Arbeitsablauf, die Lohnabrechnung. Bei der Koschelski und Koschelski GmbH, einer Bäckerei mit fast 100 Mitarbeitern in Eisenach, wird die Lohnabrechnung so weit als möglich extern gelöst. Das hat einige Vorteile. Backwaren, Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Das alles offerieren die engagierten Mitarbeiter hier bei Koschelski und Koschelski. Dass am Ende des Monats die fast 100 Angestellten korrekt und pünktlich bezahlt werden können, dafür sorgt unter anderem ein Produkt der DATEV. Der Familienbetrieb hat in den letzten 2 Jahren eine sehr bemerkenswerte Unternehmensentwicklung hingelegt. Zum Erfolg führte die clevere Kombination von Kaffee und Bistro. Und wie so oft, fing alles klein an. Die Bäckerei Koschelski gibt es seit mittlerweile fast 90 Jahren. Mein Großvater Gerhard gründete die Bäckerei in Treffort im Jahr 1930. Im Jahr 1996 übernahm mein Vater Lutz Koschelski die Bäckerei in Treffort und erweiterte sie auf 6 Standorte. Im Jahr 2014 überführten wir die Bäckerei Koschelski in die Koschelski und Koschelski GmbH mit Ausrichtung auf ein modernes Gastronomiekonzept.
Das bedeutet, dass bei uns gelernte Köche hinter der Theke unsere Kunden frisch bekochen. Wir stellen alle Sachen selbst her, selbst unsere Pasta ist aus eigener Herstellung und für uns bedeutet das, jeden Tag unsere Kunden zu begeistern. Robin Koschelski hat Erfolg mit dieser Idee. Im Zuge des stetigen Wachstums des Betriebs und der steigenden Anzahl von Mitarbeitern war eine wichtige Aufgabe, die Lohnabrechnung zu optimieren. Dabei hat sich der Bäckerei- und Gastrobetrieb für die Unterstützung seiner Steuerkanzlei und der DATEV entschieden. Wir betreiben heute 7 Filialen mit ca. 100 Mitarbeitern. Um uns auf unser Kerngeschäft, die Gastronomie, zu konzentrieren, haben wir uns entschieden, unsere doch sehr personalintensive Lohnbuchhaltung an unser Steuerbüro zu vergeben. Wir müssen lediglich die bestehenden Zahlen in unsere DATEV-Softwarelösung eintragen. Diese werden dann per Internet an unser Steuerbüro übertragen. Und bis der Lohnzettel digital zur Verfügung gestellt wird, haben wir mit der Sache nichts mehr zu tun. Und das ist wunderbar. Die Kommunikation und Arbeitsteilung des Unternehmens mit der Steuerkanzlei in Sachen Lohnabrechnung ist klar definiert. Auch digitalisierte Prozesse sorgen für einen schnellen und unkomplizierten Datenaustausch. Also im Prinzip läuft die gesamte Lohnerfassung über die Software der DATEV. Die Vorerfassung läuft über uns, sprich über mich. Wir bekommen die Stundenzettel von unseren Mitarbeitern, die werden auf Richtigkeit geprüft. In der Vorerfassung wird dann die geleisteten Arbeitsstunden, die Urlaubsstunden, die Krankheitsstunden erfasst und auch in der Statistik wird der Urlaub erfasst, damit er entsprechend vom Anspruch abgeschrieben werden kann. Die Lohnabrechnung direkt, die erfolgt vom Steuerbüro. Das, was ich eingegeben habe, wird vom Steuerbüro abgerufen, wird gerechnet und unseren Mitarbeitern dann zugestellt. Die Maxime für jeden Betrieb ist, mit dem Steuerberater die beste Lösung für sich zu finden. So entscheiden sich manche Unternehmen dafür, die Lohnabrechnung im eigenen Haus durchzuführen. Hierfür bietet DATEV geeignete Softwarelösungen an. Und auch bei der Bereitstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung gibt es unterschiedliche Wege. So können zum Beispiel mit Arbeitnehmer Online dem Mitarbeiter wichtige Lohn- und Gehaltsdokumente in einem Portal digital zur Verfügung gestellt werden. Der Lohnabrechnungsprozess lässt sich zusammen mit dem Steuerberater individuell gestalten und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Branche, Anzahl der Mitarbeiter, Betriebsgröße. Zusammen mit dem steuerlichen Berater lassen sich für jede Anforderung passende Modelle finden. Unter www.datev.de/lohn können Sie sich über die verschiedenen Lösungen zur Lohnabrechnung informieren. Und schon sind wir am Ende der heutigen Sendung Trialog TV. Weitere interessante Themen finden Sie auch auf datev.de oder fragen Sie Ihren Berater nach der Zeitschrift Trialog. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.